Ja, guten Tag. Ich möchte vielleicht ein bisschen eine andere Akzentuierung als mein Vorredner vornehmen. Wir hatten ja gestern Abend schon den Einstieg in die Diskussion und ein Schwerpunkt war natürlich der sogenannte Krieg gegen den Terror und auch die Frage, ob sich denn die Weltordnung grundsätzlich verschoben hat. Und entgegen ja einer eines vielbeschworenen Abstiegs der USA, auch aufgrund ihrer ökonomischen Schwäche, kann man aber nicht erkennen, dass der Abstieg auch als die imperialistische Macht Nummer eins in der Welt stattgefunden hat. Da würde ich auch teilweise dem Vorredner widersprechen. Ich halte die USA nach wie vor für die stärkste und dominierendste Macht in der Welt. Und im Gegenteil, diese Politik führt dazu, dass wir uns wirklich in einer sehr, sehr schwierigen und auch sehr kriegsfördernden Situation auch in Europa befinden, weil mittlerweile die USA eben Russland auch in seiner nächsten Umgebung direkt herausfordern. Wir erleben, dass die USA, aber auch in Lateinamerika erfolgreich, teilweise zumindest erfolgreich, die Wiederkehr von neoliberalen und auch reaktionären rechten Kräften stärken kann und wieder an die Macht bringt. Wir sehen, dass auch große Teile im Nahen Osten, unter anderem durch die engen Verbündeten der Türkei und Saudi-Arabiens, unter US-Kontrolle gebracht werden. Und wir erleben auch in Asien eine pazifische Offensive der USA zusammen mit Japan, Australien, den Philippinen. Das haben wir ja auch ökonomisch gesehen, erst vor kurzem durch den Abschluss des großen TTP-Handelsabkommens. Und insofern haben auch in Europa diese Interessen natürlich ihre Unterstützer, allen voran Deutschlands. Und wenn wir heute über Flüchtlinge diskutieren in Europa als die große Herausforderung, dann sind natürlich diese enorme Zunahme an Kriegsflüchtlingen auch eine direkte Folge dieses Krieges gegen den Terror, die über 10 Jahre andauernden Krieges gegen den Terror und die damit verbundene, wirklich verheerende Politik des Regime Change und gleichzeitig auch Instrumentalisierung von islamistischen Terrormilizen. Da möchte ich auch das unterstützen, was Sabah gesagt hat. Unter dem Stichwort des sogenannten Krieges gegen den Terror, des Terrors, bedient man sich aber auch gleichzeitig terroristischer Gruppen und setzt sie sozusagen als Söldner in der Region ein, um diese Regionen zu destabilisieren und die Kriegsführung, die brutale Kriegsführung gegen die Bevölkerung, sei es die Drohnenkriege oder die direkten Militärinterventionen, stärken auch weiterhin diese terroristischen Gruppen. Wir erleben in Europa auch eine Revitalisierung der NATO. Und allen voran übernimmt mittlerweile auch Deutschland hier eine führende Rolle. Das betrifft sowohl die Luftkampfstrukturen, das betrifft aber auch die Stationierung von Truppen in Osteuropa. Ihr wisst alle, das atomare Aufrüstungsprojekt des NATO-Raketenschilds wird weiter vorangetrieben und auch die Modernisierung von US-Atomwaffen in Deutschland. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass letztes Jahr eine der größten NATO-Manöver in Osteuropa und Südeuropa stattgefunden haben unter großer deutscher Beteiligung. Das war gar nicht so in den Medien. Es haben insgesamt an diesen NATO-Manövern sich über 154.000 Bundeswehrsoldaten beteiligt. Nach Ende des sogenannten Kalten Krieges die größte Anzahl an Bundeswehrsoldaten, die sich wieder an NATO-Manövern beteiligen. Und wir erleben natürlich die Aufrüstungsspirale. Die NATO hat es vorgegeben, 2% des Nationaleinkommens soll zukünftig für Rüstung ausgegeben werden. Das war gestern auch Thema dessen und
Frau von der Leyen hat ja mit ihrer Ankündigung, 130 Milliarden zukünftig für die Bundeswehr auszugeben, auch schon genau diese Anforderung erfüllt, dass sie die Bundeswehr ausbauen und auch qualitativ aufrüsten will. Es geht im Grunde um einen neuen Rüstungswettlauf, auch mit Russland, um letztendlich auch in Russland einen Regime-Change einzuleiten. Wir befinden uns deswegen in wirklich einer äußerst gefährlichen Situation. Deutschland spielt, wie gesagt, eine fatale Rolle. Deutschland hat formuliert zunehmend eigene Interessen, sowohl innerhalb der EU, aber auch im Mittleren und Nahen Osten, ist gleichzeitig aber auch, würde ich mal sagen, der Juniorpartner, der US-Juniorpartner. Insgesamt beteiligt sich die Bundeswehr mittlerweile an 17 Auslandseinsätzen und die Bundesregierung beansprucht mit ihrer Formulierung mehr Verantwortung in der Welt, damit auch ein Stück weit mehr Weltgeltung und Dominanz. Und Deutschland, die Bundesregierung, ist auch aktiv beteiligt an der Front gegen Russland, hat sich aktiv dafür eingesetzt, dass die Sanktionen verlängert werden und scheut auch keine Zusammenarbeit, das haben wir erlebt, in der Ukraine mit faschistischen Gruppen und einer teilweise von faschistischen Kräften unterstützten Regierung. Diese Interessen wurden übrigens sehr deutlich auch im Februar auf der NATO-Sicherheitskonferenz in München formuliert, allen voran Wolfgang Ischinger, der formuliert hat, dass Deutschland endlich diesen Pazifismus mal ablegen müsste und sich noch viel mehr in der Welt engagieren müsste und damals ja auch ein direktes Eingreifen mit Bodentruppen in Syrien nicht ausgeschlossen hat. Insgesamt kann man sagen, dass die Interessen hier in Deutschland auch der deutschen Wirtschaft gespalten sind gegenüber dem Verhältnis zu Russland. Es gibt einen Teil, die setzen sich für eine Entspannung ein oder für ein Ende der Sanktionen. Aber wenn man sich den BDI anschaut, er orientiert sich dann doch eher an dem Bündnis mit den USA als an den Exportchancen nach Russland. Zum Schluss möchte ich zur deutschen Nahostpolitik kommen. Aktuell haben wir ja die Diskussion über die Rolle Deutschlands im Verhältnis zur Türkei. Und hier sieht man auch, dass eigentlich alte Allianzen wiederkehren. Erdogan wird massiv von der Bundesregierung unterstützt. Wir haben diesen fatalen neuen Deal jetzt erlebt, der auf Kosten der Flüchtlinge durchgesetzt wird. Gestern haben wir mit Aktiven gesprochen auf der Insel Lesbos, die uns berichtet haben, dass bereits am Sonntag mit dem ersten großen Abschiebewelle von der Insel Lesbos gerechnet wird. Viele Flüchtlinge aus Pakistan zum Beispiel haben jetzt auch demonstriert die letzten Tage. Und hier wird es also massive direkte Auswirkungen auf die Flüchtlinge haben, die nach Griechenland kommen oder die auch in Idomeni festsitzen. Hier kann sich die Türkei oder beziehungsweise hier kann sich Deutschland auf die Türkei und die Türkei auf die bedingungslose Unterstützung Berlins verlassen in ihrem Krieg gegen die Kurden und Kurdinnen. Man kann also auch von einer neuen Achse Istanbul, Ankara und Berlin sprechen. Das hat sich vor allem auch an dem sogenannten Merkel-Plan gezeigt, der ja präsentiert wurde von der türkischen Regierung, aber im Grunde ganz klar von der Bundesregierung mitentwickelt wurde, wie zukünftig die Migrationsabwehr aussehen kann für die EU, die von der Türkei übernommen werden soll. Und man sieht auch, dass Merkel im Gegensatz zu den USA zum Beispiel Erdogans Projekt der Sicherheitszonen im Norden Syriens unterstützt, die dann von der Türkei kontrolliert werden sollen. Also hier haben wir wirklich die Bundesregierung als engen Verbündeten der Türkei, die massiv die Politik, die menschenverachtende Politik der türkischen Regierung unterstützt, unter anderem ja auch mit fortlaufenden Waffenlieferungen.
Gleichzeitig gibt es auch einen weitgehend unter dem Radar der Öffentlichkeit laufenden Krieg gegen den Jemen, der immer nur ab und zu erwähnt wird. Auch ein blutiger Krieg, vergessener Feldzug von Saudi-Arabien und anderen Golfdiktatoren. Dabei spielt auch die Türkei eine wichtige Rolle und auch die Bundesregierung, die diese Länder mit Waffen beliefert, nach wie vor und ja in Saudi-Arabien einen Stabilitätsanker in der Region sieht. Vielleicht noch etwas zur Kriegsführung, weil das ist auch für uns, für den Bundestag wichtig. Wir erleben zunehmend eben nicht, dass direkt Truppen in die Länder geschickt werden, Bundeswehrsoldaten, sondern dass sie zumindest nicht direkt bewaffnet als Kampfeinheiten, sondern vor allem eben als Ausbildungsmissionen in verschiedene Regionen der Welt geschickt werden und mit strategischen Waffenlieferungen diese Regime unterstützt werden. Dementsprechend wurde übrigens unter anderem auch der Afghanistan-Einsatz umstrukturiert, der jetzt auch nochmal intensiviert werden soll und in dem im Grunde dann andere Söldner sterben für eine Interessenspolitik des Westens und auch der Bundesregierung. Ich möchte nur noch mal daran erinnern, dass letztes Jahr in Afghanistan Tausende von afghanischen Soldaten gestorben sind, die keine einzige Pressemeldung mehr wert sind. Es gibt nur Pressemeldungen, wenn westliche Soldaten getötet werden oder eben eine große Bombardierung, Kunduz haben wir erlebt, aber der Alltag dessen, dass Tausende von afghanischen Soldaten und Polizisten sterben, findet hier kaum statt. Und genau damit sind wir auch im Bundestag konfrontiert, dass nämlich zukünftig diese Ausbildungsmissionen, in denen eben strategisch ganz klar der Westen entscheidet, aber dann die Soldaten vor Ort sterben aus den jeweiligen Ländern. Genau diese Ausbildungsmissionen sollen ja zukünftig bei der Reform des Parlamentsbeteiligungsgesetzes gar nicht mehr die Zustimmung des Bundestags bedürfen. Die neue Idee ist, dass man hier eine Information bekommt als Abgeordnete, aber Ausbildungsmissionen sozusagen von der Bundesregierung alleine entschieden werden können. Dadurch auch der Widerstand in der Bevölkerung minimiert werden soll. Und das ist für mich eigentlich die entscheidende Frage aus Sicht der Friedensbewegung. Und da möchte ich auch ein bisschen Herrn Hippler widersprechen, der sagte, naja, also die Frage von, ob man hier Militäreinsätze hat oder nicht oder Frage von Gut und Böse, die stellt sich so gar nicht. Ich würde auch nicht in diesen Kategorien argumentieren, wer von Gut und Böse für die Friedensbewegung, aber ich möchte wirklich ganz klar sagen, dass es entscheidende Pfund der Friedensbewegung und auch aller antimilitaristischen Kräfte hier in dem Land ist, dass wir nach wie vor eine Mehrheit in der deutschen Bevölkerung haben, die diese Kriegseinsätze ganz klar ablehnt. Und das, finde ich, gilt es auch zu verteidigen. Und hier sehen wir eben Angriffe über zum Beispiel die Reform des Parlamentsbeteiligungsgesetzes und ein anderes Design sozusagen von Militäreinsätzen und Militärbeteiligungen, die Schwelle in der Bevölkerung auch heruntersetzen sollen. Die soziale Frage wurde angesprochen und das halte ich auch für eine der ganz wichtigen Forderungen für die Friedensbewegung, dass sie sich mit den sozialen Bewegungen zusammenschließen muss und dass wir eigentlich diese Trennung zwischen hier kämpfen wir gegen Krieg und die sozialen Bewegungen kämpfen dann gegen den Sozialabbau, dass das endlich viel stärker aufgehoben werden muss. Und dass wir auch zum Beispiel die Frage des Welthandels, das Welthandelsregime, das auch massiv zu Fluchtbewegungen beiträgt und das ja mit diesen Militärinterventionen aufrecht und ausgeweitet werden soll, zum Beispiel TTIP, dass wir massiv die Zusammenarbeit von Friedensbewegungen, sozialen Bewegungen und diesen Freihandelsgegnern auch neu zusammensetzen und uns gemeinsam gegen TTIP
mobilisieren, aber eben genauso gemeinsam gegen Kriegspolitik und unter anderem auch gegen die hier stationierten US-Militärbasen mobilisieren. Das ist eine Herausforderung, aber es wäre auch eine Chance für die Friedensbewegung, dass sie sich breiter aufstellt und dass sie die Zusammenhänge darstellt und die, ja, die wirtschaftlichen Interessen für die Kriegspolitik klar benennt. Für uns als Linke, wir haben das formuliert, der Dietmar hat es gesagt, was die NATO betrifft, wir haben ja formuliert, wir fordern den Austritt aus den militärischen Strukturen der NATO. Die NATO ist ein Kriegsbündnis, sie ist das verbleibende Militärbündnis und deshalb gilt, glaube ich, für uns alle der Slogan, der ja auch auf der Sicherheitskonferenz dominiert. Der Frieden statt NATO ist nach wie vor das Motto der Linken und das wollen wir auch weiterhin im Parlament vertreten. Und dazu wird es wichtig sein, dass wir uns eben neu aufstellen, denn das wurde gestern auch diskutiert. Es gibt eine Schwäche in der Friedensbewegung im Moment der Mobilisierung. Wir hatten nur wenige Demonstrationen gegen den Einsatz der Tornados, der deutschen Tornados in Syrien. Und da braucht es eine neue Mobilisierung. Und deswegen sehe ich eigentlich den stärkeren Zusammenschluss der Bewegungen, dass wir übrigens Anfang 2000 in einem viel größeren Maße hatten, die Antiglobalisierungsbewegung der Sozialforen gleichzeitig im Kampf mit dem drohenden Irakkrieg, war eine der größten und stärksten Bewegungen, die wir Anfang 2000 erlebt hatten, auf den europäischen Sozialforen in Florenz, möchte ich daran erinnern, mit 1 Million Menschen, die auf der Straße waren. Und deshalb brauchen wir diese neuen Strategien, dass wir die Friedens- und die soziale Frage wieder neu zusammendenken. Vielen Dank. Applaus